Das Leben der Prophetengefährten. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner würdigen Schrift sagt, die Allerersten, die Ersten der Auswanderer und der Helfer und jene, die ihnen auf die beste Art gefolgt sind, mit ihnen ist Allah wohl zufrieden und sie sind wohl zufrieden mit ihm. Und er hat ihnen Gärten vorbereitet, durch welche Bäche fließen, darin sollen sie verweilen, auf ewig und immer da. Das ist der gewaltige Gewinn. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah ohne Teilhaber gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Die Kritik an der Sunna hat verschiedene Arten und Weisen. So zeigt sie sich zum Beispiel durch Kritik an der Authentizität und Stellung der Sunna oder durch Kritik an der Überlieferungskette und ihrer Herabwürdigung. Oder auch durch Kritik an der Methode der Hadith-Gelehrten beim Kritisieren und bei Kritik und Lob der Überlieferer. Und schließlich durch Kritik an die Überlieferungen, und zwar durch das Zweifeln an ihnen. Wobei man behauptet, dass es unter den Überlieferungen einen Widerspruch gibt und andere Schmähungen, über die wir an anderer Stelle gesprochen haben. Zu diesen Mitteln, die Islamgegner benutzen, um die Sunna für unwahr zu erklären und dieser die Glaubwürdigkeit zu entziehen, gehört die Kritik an die Hadith-Gelehrten und den von den Prophetengefährten überlieferten Hadithen. Sie zweifelten also an der Zuverlässigkeit der Prophetengefährten und gegen einige von ihnen schöpften sie sogar Verdacht. Sie hatten dabei das Ziel, den Islam zu schwächen und dessen Grundlagen die Glaubwürdigkeit zu entziehen. Wenn die Prophetengefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, uns diese Religion übermittelten und wenn wir das Vertrauen in sie verlieren, dann würde alles, was wir haben, fraglich sein. Die Orientalisten schrieben den frühen muslimischen Gelehrten die Erfindung der Hadithe zu, wobei sie damit die Prophetengefährten meinten. Der Orientalist Gulzia sagte, dass wir die erfundenen Hadithe nicht allein den späteren Generationen zuschreiben dürfen. Vielmehr gibt es Hadithe, die von früheren überliefert wurden. Entweder sprach der Gesandte diese Hadithe oder sie wurden von den früheren muslimischen Männern verfasst. Er erwähnte weiterhin, dass Anas ibn Malik, der den Gesandten ungefähr 10 Jahre lang begleitete, gefragt wurde, ob er dann mit dem Propheten über alles, was er von ihm überlieferte, gesprochen hatte. Da sagte Anas zugebend, nicht alles, was wir übermittelt haben, haben wir vom Propheten gehört, aber wir bezichten einander nicht der Lüge. Die diesen Orientalisten folgenden im Westen lebende Araber verlangten, dass wir die Prophetengefährten nicht vor anderen Leuten bevorzugen und diese, wie andere auch, der Kritik und des Lobs aussetzen. Der Erhabene sagt, und ich war ihr Zeuge, solange ich unter ihnen weilte. Außerdem erklärt Allah in seinem Buch, dass die Prophetengefährten zuverlässig sind und lobt sie in verschiedenen Versen. Allah, der Hocherhabene, sagt, Muhammad ist Allahs Gesandter und diejenigen, die mit ihm sind, sind den Ungläubigen gegenüber streng, zueinander aber barmherzig. Du siehst sie sich verbeugen und niederwerfen, indem sie nach Huld von Allah und Wohlgefallen trachten. Ihr Merkmal steht auf ihren Gesichtern durch die Niederwerfung. Der Erhabene sagt ferner, die vorausgeeilten Ersten von den Auswanderern und den ihnen in Medina helfenden und diejenigen, die ihnen auf beste Weise gefolgt sind. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Und er hat für sie Gärten bereitet, durcheilt von fließenden Gewässern, ewig und auf immer darin verweilend. Dies ist der großartige Erfolg. Er sagt weiterhin, aber der Gesandte und diejenigen, die mit ihm glaubten, mühten sich mit ihrem Besitz und ihrer
eigenen Personen ab. Das sind die, für die es die guten Dinge geben wird. Und das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Es gibt weitere Verse, die diese Prophetengefährten für lauter erklären und deren Vorzüge Loyalität und Wahrhaftigkeit erklärten. Wie großartig ist das Lob Allahs, der alles auf Erden und in den Himmeln weiß. Ferner erklärte der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sie für zuverlässig, macht deren Stellung klar und rief zum Beachten deren Rechts und dazu auf, ihnen keinen Schaden durch Worte oder Werke zuzufügen. Der Prophet sagt in einem in beiden Sahih-Werken überlieferten Hadith, die besten Leute sind diejenigen zu meiner Zeit, dann diejenigen, die nach ihnen folgen, dann diejenigen, die nach ihnen folgen. Er sagt auch in einem von At-Tirmidhi überlieferten Hadith, Allah beleidigt nicht meine Gefährten nach mir. Wer sie liebt, den liebe ich, und wer sie hasst, den hasse ich. Wer ihnen Schaden zufügt, der fügt mir Schaden zu, und wer mir Schaden zufügt, der fügt Allah Schaden zu, und wer Allah Schaden zufügt, der ist nahe daran, von Allah genommen zu werden. Die sunnitischen Muslime sind über Zuverlässigkeit und Vorzüge der Prophetengefährten einvernehmlicher Meinung. Nachstehend folgt eine Liste von Zitaten muslimischer Gelehrten darüber. Ibn Abdelbar, Allah erbarme sich seiner, sagt in seinem Werk, wir haben aufgehört, ihr Profil zu untersuchen, weil die Sunniten der einvernehmlichen Meinung sind, dass die Prophetengefährten insgesamt zuverlässig sind. Ibn Salah sagt in seinem Werk, die ganze Umma ist sich darin einig, dass alle Prophetengefährten zuverlässig sind. Auch gemäß der einvernehmlichen Meinung der anerkannten Gelehrten diejenigen, die an Unruhen beteiligt waren, und zwar, weil wir gut über sie denken müssen und weil sie vorher viele Großtaten ausgeführt haben. Es sieht so aus, als ob Allah, der Hocherhabene, den Konsensus darüber vorbereitete, weil sie die Übermittler der Scharia sind. Imam al-Zahabi sagte, was aber die Prophetengefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, betrifft, so sind diese nicht kritisierbar. Verfahren wird danach, dass sie zuverlässig und dass wir annehmen, was sie überliefert haben. Ibn Kathir sagte, bei den Sunniten sind die Prophetengefährten zuverlässig. Dann fuhr er fort, was aber die Worte der Mu'taziliten, alle Prophetengefährten sind zuverlässig, außer diejenigen, die Ali bekämpft haben, betrifft, so sind diese nichtig. Dann fuhr er fort, was aber die Sekten der Rafida, also extreme Schia, deren Unwissen, deren Verstandsschwäche und deren Behauptung, dass die Prophetengefährten außer 17 Islamleugner gewesen sein betrifft, so gehört dies zur Lüge, für die es keinen Beweis gibt. Hätten Allah oder sein Prophet, wie Al-Khatib in seinem Werk erwähnte, nichts über sie gesagt, wäre es genug, was diese Prophetengefährten geleistet haben. Die Hijra, das Verlassen ihrer Familie und Kinder, ihr Verdienste um die Religion und so weiter. Dass wir entscheiden, dass sie zuverlässig und besser waren als die nachfolgenden Generationen und glauben, dass sie treu und beständig waren. Zudem ist anzuerkennen, dass die Personen, die mit dem Propheten, möge Allah ihn in Ehren halten, ihm Wohlergehen schenken, lebten und seine Anhänger waren, jeder später vom Glauben abfielen, nicht als Prophetengefährten bezeichnet werden, da sie sich von ihm lossagten. Diese Personen sind bekannt, ihre Überlieferungen werden auch nicht angenommen. Hier geht es um die Kritik an all jenen Gefährten, die bis zu ihrem Tod am Islam festhielten und sich bemühten, den Islam zu verkünden. Leugner und Fälscher gab es,
aber sie wurden entlarvt. Da, ja von Anfang an, kritisch überprüft und verglichen worden. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Ich bezeuge, dass es keinen Gott da außer Allah ohne Teilhaber gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und Gesandter ist. Geschwister im Islam, das Üben von Kritik an den Prophetengefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, gilt als Kritik an der Stellung des Prophetentums und der Botschaft. Jeder Muslim muss daran glauben, dass der Gesandte Allahs, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, die Botschaft übermittelte und alles tat, was Allah ihm anordnete. Dazu gehört, dass er seinen Gefährten das Wissen übermittelte, sowie diese läuterte und erzog. Der Hocherhabene sagt, er ist es, der unter den Schriftunkundigen einen Gesandten von ihnen hat entstehen lassen, der ihnen seine Zeichen verliest, so sie läutert und sie das Buch und die Weisheit lehrt, obgleich sie sich ja zuvor in deutlichem Irrtum befanden. Was aber die Behauptung betrifft, dass die meisten Kritiker die Prophetengefährten für zuverlässig halten, so ist es dies ein Fehler und ein Betrug, denn alle Kritiker erklärten, dass alle Prophetengefährten und nicht nur die meisten zuverlässig sind. Diejenigen, die die Prophetengefährten kritisierten, waren keine Hadithgelehrten, vielmehr gehörten sie zu Sekten, die in der islamischen Historie unter Fanatismus und hervorrufen unerlaubter Neuerung bekannt sind, um ihre unerlaubten Neuerungen zu verbreiten. Sie fanden außer dem Kritisieren des Gesandten Allahs, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, keinen Ausweg. Es ist zwar richtig, dass die Prophetengefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, Menschen und nicht unfehlbar waren, aber sie standen im ersten Grad hinsichtlich der Moral, des Pflichtbewusstseins, der Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit. Diejenigen, die sagten, dass die Prophetengefährten zuverlässig sind, behaupteten nie, dass diese keine Sünde oder Fehler begehen oder nie vergessen haben können. Vielmehr erreichten sie einen Grad der Frömmigkeit, die ihnen untersagte, Worte zu erfinden und diese dem Gesandten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, zuzuschreiben. Was aber die Behauptung angeht, dass die Prophetengefährten sich zu ihrer Zeit gegenseitig kritisierten und einigen von ihnen höhere Stellungen verliehen, was bedeutet, dass es nach Prüfung einiger Hadithe unter ihnen gab, so stellt dies keine Bezichtigung der Lüge untereinander dar. So sagte Anas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wir bezichtigten einander nie der Lüge. Vielmehr herrschte unter ihnen großes Vertrauen. Jedoch waren sie Menschen, was dazu führte, dass sie einander hinsichtlich einiger Angelegenheiten und Rechtsnormen befragten, um sich Gewissheit zu schaffen. Ein Mensch kann natürlich vergessen oder versehentlich Fehler begehen. Dazu gehört etwa die Überlieferung von Abu Bakr und Omar, möge Allah mit beiden zufrieden sein, dass sie einige Gefährten über deren Überlieferungen befragten und einen zweiten Zeugen verlangten. Eigentlich wurde dies nicht als Verdächtigung oder Verletzung angesehen. Vielmehr war dies zur Vergewisserung des Wortlauts der Überlieferung und dazu, dass die nachfolgenden Generationen sie als Vorbild annehmen. Es gibt keinen besseren Beweis dafür als die Worte Omars, möge Allah mit ihm zufrieden sein, zu Abu Musa al-Ash'ari, als er von diesem einen anderen Zeugen verlangte, der bezeugen müsste, dass er mit ihm die Worte des Gesandten Allahs, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, gehört hätte.
Dann sagte er zu ihm, ich verdächtige dich nicht, aber es handelt sich um einen Hadith des Gesandten Allahs. Vielleicht erfolgte diese Befragung, weil ein anderer Gefährte über einen Hadith verfügte, der diesem Hadith widersprach oder diesen einschränkte, oder weil er sah, dass dieser der wörtlichen Bedeutung des Koran oder der Sunna des Propheten widersprach oder anderes. Solche Widersprüche rühren daher, dass in der Anfangszeit des Islam noch einige Dinge erlaubt waren, die erst später verboten wurden. Berichtet ein Gefährte nun vom Erlaubtsein einer Angelegenheit, die später verboten wurde, lügt er ja nicht. Er berichtet nur, was er weiß. Doch muss die Überlieferung korrigiert werden, da sie nicht dem aktuellen Stand entspricht. Die Befragungen, die während der Zeit der Gefährten erfolgten, sind in den Hadith-Werken verzeichnet. Ein Gefährte wird zweimal belohnt, falls er dabei Recht hatte, aber nur einmal belohnt, falls er kein Recht hatte. Deswegen ist es nicht rechtens, dass man diese Befragungen als Beweis dafür nimmt, dass die Prophetengefährten einander verdächtigten oder einander der Lüge bezichtigten, wie die Leugner behaupten. Unter den Muslimen besteht mithin Konsensus, dass die Prophetengefährten zuverlässig sind. Niemand verleugnet dies außer derjenige, der seine Religion und seinen Glauben außer Acht lässt und damit zufrieden ist. Den Islamgegnern seinen Verstand und seinen Gedanken anzubieten, wodurch er von den Worten Allahs, den Worten des Gesandten und dem Konsensus der muslimischen Gelehrten abrückt. Und Allah weiß es am besten.